Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Jo, ich hoffe mal, das wird dieses Mal wirklich der letzte Part. Eigentlich war es der letzte, der vor diesem Part kam, eigentlich schon angedacht, dass der letzte Part war. Aber wir haben dann überraschend verloren. Es war am Ende richtig, richtig doll und unfair. Wir steckten Eisblock fest und ja, der Gegner hat uns dann somit platt gemacht. Wir hätten den Boss sonst bekommen. Aber jetzt sind wir schlauer. Jetzt können wir so richtig durchstarten. Unser High-Items werde ich noch nicht benutzen, denn ab einem bestimmten Punkt werden wir sowieso komplett geheilt. Jo, Gumbrina haben wir ausgerüstet. Sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein. Texte werde ich alle überspringen soweit, weil, ja gut, das haben wir uns schon alles angehört. Von daher, ja, und ich brauchte jetzt auch nicht irgendwie offscreen was machen, war ja eigentlich mein Plan, weil ich habe nicht daran gedacht, dass hier noch ein Speicherblock war. Dass sozusagen der letzte Kampf, ja, abgespeichert wurde. Also, Bowser-Kampf brauchen wir nicht machen, denn gegen den Typen brauchen wir auch nicht nochmal kämpfen. Darum habe ich mich jetzt dazu entschlossen, nichts offscreen zu machen, sondern hier jetzt alle schön, onscreen zu machen. Jo, erst mal scannen natürlich, ist ja klar. Ich kann das jetzt natürlich auch nicht schneller machen, also beschleunigen. Das geht leider bei diesem Emulator nicht, zumindest habe ich es nicht herausgefunden. Jetzt wird nämlich alles hier dunkel. Ich habe, muss ich ehrlich sagen, auch nebenbei das, den letzten Part hier stumm laufen, dass ich sehe, was passiert so ungefähr, damit ich... Ja, Cheaten würde ich das jetzt eher nicht nennen, aber dass ich weiß, okay, bei welchem Leben war das nochmal, wie lange muss ich jetzt durchhalten, ohne einen Lebenspilz zu nehmen zum Beispiel... Das darf nämlich auch nicht passieren, weil Lebenspilz brauche ich. Ich will nicht, dass Gumbrina wieder so egoistisch ist und ihren und mir den Lebenspilz weg ist. Ja, könnte ja Mario wette brauchen. Ah, nee, nehme ich mal. Nach dem Motto. Das wäre nämlich gar nicht gut. Oder kann ich das irgendwie überspringen? Das wäre nice. Ah, nee, keine einzige Taste funktioniert. Schade. Oh, was ist denn jetzt passiert? Ja, sorry. Kann ich auch nichts für. Irgendwann kommt nämlich dieses Schutzschild, wo wir rein gar nichts machen können. Ich schau mal so lange, während diese Animation kommt, mal den Part mal ein bisschen, spul ich mal nach vorne, wo das dann war. Ja, jetzt sind wir da angelangt. Ah, ich habe so die Stelle jetzt so schon gefunden. Aber ich sehe gerade nicht, wie viel Leben sie da hatte. So, gut. Ich drehe mal da. Okay, sie hatte das zu dem Zeitpunkt 74 Leben. Von 150 oder so, wie sie da hatte. Okay, die Hälfte der Leben müssen wir abziehen. Gut. Dann weiß ich das schon mal. Alles klärchen, Robertchen. Und wir bauen hier Dings, Brunhilde. Brunhilde, das stimmt, ich erinnere mich. Mit ihr konnten wir ja die Hände immer ganz schnell platt machen. Gut. Ja. Schreit mal ein bisschen herum. Ihr könnt ja auch das gerne auf YouTube vorspringen, weil der Kampf fängt ja noch nicht an. Könnt ihr ja zu dem Augenblick hin. Vorspulen, bis der Kampf anfängt. Das ist ein bisschen doof, dass man das nicht überspringen kann. Aber naja, das ist hoffentlich das letzte Mal, dass wir das anschauen müssen. Wenn nicht, naja, dann werde ich den Port auf jeden Fall löschen. Ah, nee, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Nee, löschen wir eigentlich unsinnig. Dann kommt halt noch ein Port, dann gibt es halt 109 Parts. Ich lasse auch im Sendeplan erstmal 108 Parts stehen. Ich möchte ja nicht, dass ihr gespoilert werdet. So. So, du bist erstmal weg. Wir brauchen dich nicht mehr. Aber ihn kann er so leicht, ihn kann sie so leicht besiegen, aber uns nicht. Ja, Mario ist halt dementsprechend stärker. Ich glaube mal, ihre Kräfte hat sie mit dem Move da jetzt aufgebraucht. Daher kann sie uns nicht so schnell erledigen. K.
Müssen wir noch gegen die kämpfen? Nee, gegen die müssen wir noch nicht mehr kämpfen, oder? Nee. Ach, Brunilda. Roberta. Nee, Roberta. Ich, auf jeden Fall das Feuervieh. Dieser Geist, den wir bei uns haben, den müssen wir dann ausrüsten. So. Gut. Greifen wir hart an? Genau, ich mach gleich den Powerhauer. Ruhig alles ausgeben, was wir haben. Alles ausgeben, was wir haben. Gleich neuen Schaden machen, sehr schön. Und wir machen erstmal Scanner, weil es ist doch nochmal wichtig, wie viel Leben die noch hat, die Alte. Ja, kennen wir schon, kennen wir schon. Gut. 141 Leben. Den Zug von Mario will ich nicht aufbrauchen, da ja. Oder halt nicht fürs Tauschen verwenden. Dann nehme ich ruhig Gumbrinas Zug. Zumal jetzt eh Nebel ist. So. Austauschen zu Barbara. Ja, stimmt, so easy. Barbara. Oh, Verteidigung und Angriff wurde erhöht. Nicht so schlimm. Machen wir mal hier so weiter. Mit Barbara kann ich hier sie auf Feuer fangen lassen. Daneben. Egal. Schattenhieb. Mal sehen, ob das trifft. Ich hoffe es. Ah, shit. Auch nicht. Komm, dann muss ihre Attacke wenigstens auch nicht treffen. Auch nicht. Nice. Gut. Dann bin ich somit auf jeden Fall zufrieden. Also sie ist ja noch normale Peach. Also halt nur in dunkler Form. Schon wieder Nebel. Okay, dann nochmal Schattenhieb. Ah, Barbara trifft schon wieder nicht. Wann kommen diese Hände eigentlich dazu? Das weiß ich jetzt nicht. Sie hat wenigstens auch nicht getroffen, nice. Okay. Komm, Mario, triff sie, triff sie, triff sie. Bitte, 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 bitte. Du machst so viel Schaden. Nice. Jetzt der Nebel weg. Schade. Der Nebel ist noch nicht weg. Ich hoffe mal nach ihrem Zug erst. Ja, mit Barbara haben wir jetzt auch getroffen. Sie fängt Feuer, nice. Ah, sie erhöht wieder. Okay, Nebel ist weg. Gut. Dann weiter Power. Ich denke mal, bei 100 Leben wird sie dann diese andere Form annehmen. Oder, nee, das war erst wirklich, wo sie diesen Schutzschild hatte. Stimmt. Gut, dann haben wir jetzt ja noch leichtes Spiel. Nice. Ich mag leichtes Spiel. Jetzt mache ich natürlich mit Barbara nur einen Schaden, aber es ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, was da geworfen würde oder geworfen werden würde, aber ich habe es mal lieber abgewehrt. Jetzt haben wir das Problem: Barbara hat nur noch 10 Leben, noch so ein Blitz und sie ist tot wegen diesem Angriffsboost. Ich muss das auf jeden Fall abwehren. Oder Nebel kommt, ja, das ist natürlich auch nice. So, ruhig Schattenhieb. Ich darf nicht diesen Lebenspilz aufopfern für Barbara. Ah, Mario wurde getroffen, nice. Das war meine Hoffnung. Gut, Angriffsboost ist wieder weg. Feuer natürlich dann auch. Schade, aber ist nicht so schlimm. Ah, Mist, Mario hat leider nicht getroffen, egal. Trifft wenigstens Barbara. Das wäre nice. Ah, schade. Dann muss sie jetzt bitte auch nicht treffen. Ja, sie trifft auch nicht, schön. Mario ist unsichtbar für eine Runde. Hey, danke, Bruhu. Nein, Powerhauer. Schön die KP runter und runter und runter. Wir haben noch kein Item eingesetzt. Bisher sieht alles sehr, sehr gut aus. So. WP könnten aufgefüllt werden. Werden sie aber nicht. Ist eh egal. So, Schattenhieb. So, sie fängt wieder Feuer. Nächste Runde. Und wir haben sie auf 75 KP runter. Oh, nee. Jetzt ist sogar schon, okay. Oh, wie geschlagen. Wie kannst du mich besiegen? Ja. Jetzt müsste sie ihren Schutzschild haben, richtig?
Genau, jetzt hat sie diese Gestalt. Und jetzt können wir gar nichts mehr machen. Hier, ich mache Powerhauer. Macht keinen Schaden. Mit Barbara greife ich an. Macht keinen Schaden. Und dann kommt diese lange Sequenz jetzt, wo Leute uns Hoffnung geben werden. Nein, nein. Oh, Barbara hat überlebt. Das ist sehr, sehr wichtig. Barbara muss überleben. Sonst wird der Lebenspilz in mich eingesetzt. Oh. Ich kann auch nicht angreifen. Was mache ich? Was mache ich? Barbara darf nicht in den Spitz. Einsetzen. Ich mache Sternfit. Auch wenn das jetzt eh nichts bringt, aber meine Sternenergie wird dann eh aufgefüllt. Von daher, ich muss jetzt ein bisschen taktisch vorgehen. Der Lebenspilz soll für Mario sein. Den einen Cup hier für Barbara konnte ich da leider nicht einsetzen. Komm, den kriege ich leider auch nicht. So, da. Ich ziele jetzt gezielt auf Barbaras Herzen. 4 Herzen für Barbara, gut. Das reicht leider nicht. Ich setze Feuerzauber ruhig mal ein. Y, Y, B, B, B. Macht nämlich auch keinen Schaden. Ich hoffe mal, jetzt wird es uns... Auf Mario, nice. Ah, auf Barbara. Nein, auf Mario, aber gut, ich habe das Timing hinbekommen. Wann ist es denn soweit? Ich muss mal kurz im Let's Play nachschauen. Wir sind kurz vorm Krepieren. Ich glaube, wir müssen einfach 3 Runden oder so durchhalten. Ja, wir müssen 3 Runden, glaube ich, durchhalten. Okay, ich muss mir das genau anschauen, damit ich meinen nächsten Zug planen kann. Okay, wir müssen noch mindestens einmal durchhalten. Shit. Was machen wir? Was machen wir da? Was machen wir da? Nochmal Sternfit. Ich weiß nicht, was ich da für einen Effekt habe. So, gezielt auf Barbaras Herzen. Nice. Ah, shit. Nicht so schlimm. Barbara hat jetzt schon 5 Herzen bekommen. Und jetzt... Ah, Mist, den habe ich nicht bekommen, aber schade. Egal. 9 KP hat Barbara wieder. Mit ihr greife ich nochmal mit Feuerzauber an. X, X, A, B, B. Komm, das muss die letzte Runde sein, die wir jetzt aus... Nebel kommt dazu, nice. Ah, jetzt kommt es. Sie heilt sich, glaube ich, komplett. Das Publikum ist weg. Genau. Oh, wir haben es überstanden. Jetzt können wir nämlich gar nichts mehr machen. Gut. Erster Teil beendet. Jetzt kommt aber der schwierige zweite Teil. Den wir unbedingt hinkriegen müssen. So. Dialoge überspringe ich wieder. Und das war's dann auch mit dem taktischen Vorgehen. Dann geht die Action richtig ab. Hier die Sequenz könnt ihr gerne wieder überspringen. Habe ich kein Problem mit. Ihr hättet ja theoretisch auch bis hierhin jetzt auch sowieso überspringen können. Wollte einfach verhindern, irgendwelche Items einzusetzen. Aber habe ich soweit, denke ich mal, ganz gut gelöst. Aber ich mag die Musik so sehr wenigstens. Die bringt so Hoffnung her und... Ja. Ah,
Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich nicht diesen Bowser-Kampf und den anderen Kampf nochmal machen musste, was ich anfangs wirklich gedacht habe. Weil ich nur an den Speicherblock gedacht habe. Da war ich äußerst froh. Wäre schon ein bisschen doof gewesen. Ich hatte dann überlegt, soll ich das mit euch dann zocken oder ohne euch, dass ich das dann in einem Part dann durchziehe, aber hätte mich dann dagegen entschieden. Ich hätte wirklich dann bis zu dem Punkt, wo wir diesen Part angefangen haben, mich durchgekämpft. Ah, gut. Ja, auf den letzten Part kam ja auch schon ein Kommentar von Bone. Er hat vollkommen recht. Den Kampf mit Bowser hätte man wirklich auslassen können. Und ja, was hat er noch geschrieben? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ich bin ganz schlecht informiert, ich weiß. Ganz, ganz schlecht informiert. So, ich schau mal kurz. Achso, er hatte noch geschrieben, dass er das halt auch diese Sequenz hier mit dem Mond sprechen und so auch sehr, sehr gut findet. Das ist ihn sehr stark an Super Pokémon Super Mystery Dungeon erinnert. Das Pokémon Super Mystery Dungeon habe ich nie gespielt. Aber ja, das gefällt mir auch. Und dann kam vor 15 Minuten ein neuer Kommentar von ihm zu Super Mario Odyssey. Gut, aber es ist ja, gehört ja nicht zu diesem Let's Play. So, ich hoffe mal, das ist jetzt die letzte Station. Ich glaube noch nicht, dieses Winterzeugs da kommt auf jeden Fall noch. Bad Glamourrichter auch noch, oder nicht? Genau, hier sind wir in Bad Glamourrich. Und dann kommt noch dieses Winterland. Ah, schön, wie unsere ganzen Freunde zu uns halten. Ja, letzte Station. Ich weiß gar nicht, wie dieser Ort heißt. Uns wurde das mal gesagt, aber hab's wieder vergessen. Mario, du schaffst es. Jo, wir werden's dieses Mal wirklich schaffen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Kein Fall. Gut. Das ist ja jetzt wie ein Level-Up oder halt wie ein Heilungsblock plus Sternenergie aufgefüllt. Neue Kraft, neue, schön viele Items. Und der Schutzschild ist weg. Und Prinzessin Peach spricht. Aber das habe ich schon alles vorgelesen, wisst ihr ja. Da ja. Hat Peach uns da geheilt? Ja, Peach hat uns geheilt. Oh, okay. Nice to know. Nice to know. Sind jetzt alle? Na gut, ich wollte gerade fragen, ob alle Mitstreiter jetzt aufgeheizt sind, aber wir hatten ja nur Barbara jetzt drin. Gut, jetzt geht's so richtig ab. Action geht los. Ich bin sehr gespannt, ob wir es dieses Mal hinkriegen. Mario, wir haben es bald geschafft. Also gut, ich werde euch in den Boden stampfen. So. Publikum kommt so langsam auch wieder. Nice. So, ich fange gleich mal an mit einer Sternattacke. Maxi-Beben. Damit ich erstmal zwei Sternenergien weghaue, dass die so langsam auch wieder aufgefüllt wird. Und dann sind auch gleich die Arme weg und kurze Konzentration brauche ich. Ah, shit.
Das war, glaube ich, jetzt eine Spitze. Spitze reicht ja schon aus, oder nicht? Doch, das müsste ausreichen. Mal sehen. Ja, nice. Wunderbar. Hände sind weg. Das ist sehr, sehr wichtig, dass sie weg sind. Und dann machen wir mal den Schattenhieb. Damit Peach oder dieses Viech auf jeden Fall Feuer fängt. Und nochmal ein bisschen Schaden nimmt. Gut. Ja, jetzt realisiert er, dass sie verwundbar ist. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh, kleine Hände. Die sind hässlich. Grässlich. Oh, Barbara wurde getroffen. Nicht gut. Und Mario ein paar Mal. Nicht so schlimm. Gut. Dann haben wir jetzt die kleinen Hände da, aber es ist mir scheißegal. So. Jetzt den Powerhauer. Auf. Ja, Kraft der Finsternis? Nee, Königin der Finsternis, so heißt sie. Nice, 8 Schaden. Gut. Nebel, okay, könnte von Nachteil sein, könnte aber auch von Vorteil sein. Ne, die Pestklauen natürlich nicht. Mal sehen, ob wir treffen. Nein, wir treffen nicht. Dann hoffe ich mal, dass die Königin uns auch nicht trifft, oder die Hände. Mal sehen. Oh, Schade, scheiße. Die Hände sind wieder da. Aber der Nebel auch noch. Das heißt, ich werde erstmal mit einem Powerhauer angreifen. Und dann hoffe ich mal, dass der Nebel dann weg ist. Weil sonst haben wir ein kleines Problemchen. Oh, shit. Nebel weg? Nein. Ich mache trotzdem Feuerzauber. A, B, X, Y, X. Scheiß Kombination, aber egal. Okay. Eine Hand ist weg. Mitte getroffen. Nice! Was wird erhöht? Was wird erhöht? Oder was wird sich auch? Alles! Alles! Jo! Und Publikum erhöht! Nice! Hatten wir doch auch schon mal, oder nicht? Okay, okay, nice. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh, Barbara hat's leider voll erwischt. Leider hat's ihr voll erwischt. Beide Hände sind wieder da. Ich mach's wieder wie am Anfang. Und zwar Maxi-Beben. Wir haben wieder volle Sternenergie. Also können wir es ruhig mal einsetzen. Paralyse wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder Power Plus. Aber, nee. Oder Power Plus wäre eigentlich wirklich nicht schlecht. Wir machen Power Plus. Ziele auf die erscheinenden Tafeln und drücke... Ah, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich mache deshalb Sicherheitshalber und Safe State. Weil ich überhaupt nicht weiß, wie diese Attacke funktioniert. Dass ich mich erstmal einarbeiten kann. Leider gibt es da keine Übung oder so. Ach so. Okay, ich mache nochmal neu, weil ich habe einfach nur alles da gesehen und einfach angeklickt. Das soll jetzt nicht irgendwie Cheating sein, es soll halt einfach nur sein, um zu sehen, wie das da abläuft. Ich glaube, einmal habe ich das schon mal eingesetzt, aber schon eine ganze Weile her. Jetzt weiß ich, wie ich das machen muss. Scheiße. Okay, bin ich mit einigermaßen zufrieden. 3 Runden wenigstens. Das ist nice. Gut, dann die angezeigten Knöpfe hintereinander. A, B, A, Y, X. Oh, wieder eine scheiß Kombination. Oh, 7 Schaden, nice. Und das über 3 Runden. Das ist halt wiederum auch durch. Aus der Sinne. Oh, Alter, wie viel Sternenergie kriegen wir? Und Barbara ist unsichtbar. Oi. Hände sind wieder da. Ist mir scheißegal. Barbara, nach vorne. Barbara, Feuerzauber wieder einsetzen. Gut. Wieder 7 Schaden. Weiter geht es. Und Mario, du machst den Powerhauer. Voll drauf da! Es müsste ordentlich Schaden jetzt machen. 11 bestimmt. Ne, 7? Okay. Ha! Daneben! Barbara kriegt nochmal ein Herz dazu. Nice. Und wir haben wieder
anderthalb Sternenergien-Einheiten da wieder aufgefüllt bekommen. Das ist natürlich wieder sehr, sehr nice. So, weiter hier geht's mit Feuerzauber. A-A-A-Y-A. Und wieder 7 Schaden. So. Power, Hauer. Sieben Schaden? Nice. Jetzt hat Mario 10 Schaden bekommen, ist aber nicht so schlimm. Barbara kriegt wieder ein KP dazu. So, Angriffsboost ist weg. Ist aber nicht so schlimm. So, Mario nach vorne. Was machen wir? Was machen wir? Angriffsboost war schon nice, aber weiß nicht, ob sich das letztendlich wirklich so doll lohnt. Darum mache ich jetzt einfach mit Power Hauer mal weiter. Oder? Genau. Mit Power Hauer mache ich weiter. In der nächsten Runde werde ich wahrscheinlich wieder eine Sternattacke einsetzen. Nur jetzt noch nicht. 8 Schaden mache ich da jetzt. Ich weiß nicht, warum ich vorher nur 7 gemacht habe. Ha. So, X, X, B, X, X. Schön Sterne, BP-Attacken spammen. Oh, Charge. Okay. Wir müssen aber auf Barbara aufpassen. Wenn sie stirbt, kriegt sie den Lebenspilz. Das müssen wir bedenken. Und nicht Mario. Ja, leider kann ich den Lebenspilz auch keinen so richtig zuweisen. Das ist halt doof. So. Eine Sternattacke. Wieder Power Plus. Weil sie hat momentan eh keine Arme. Genau. Power Plus. Jetzt weiß ich jetzt ja wirklich, wie es funktioniert. Ah, scheiße. Das ist jetzt mein eigenes Pech. Ah, dieses Mal nicht ganz so gut wie vorher. Schade. Aber egal. Gut. Barbara, Feuerzauber. Wie immer. Oder, nee, mach mal Schattenhieb einfach nur. Oder such mich, dann wird die Charge-Attacke weg. Dann ist die weg. A, A, B, 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 A. Oh, ich hoffe mal, die Charge-Attacke ist dann weg. Mal sehen, ob mein Plan... Ja! Das, mein Plan geht auf. Hui! Ja, es macht halt nicht so viel Schaden, wie als hätte sie die Charge-Attacke eingesetzt. Ah, Mist. Das kriege ich nicht abgewehrt. Gut, wir sind dran, denke ich, hoffe ich. Gut. Okay, doki. Power Hauer. Schön den Angriffsboost ausnutzen. Und hier hast du 10 Schaden. Nice. Ach, schade. Ja, schön gewesen. Feuerzauber. Y, A, 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 X. Schön viel Schaden. 7 Stück. Und dann hat die nur 55 KP. Ah, jetzt macht sie wieder einen Boost. Über ein paar Runden. Nicht so schlimm. Okay, unser Angriffsboost ist jetzt weg. Nicht so schlimm. Barbara nach vorne? Nee, Barbara nicht nach vorne. Wir machen einfach so weiter. Draufhauen. 5 Schaden nur? Na gut, wegen Verteidigung boost halt. Oh, ich kann kein Feuerzauber mehr einsetzen. Scheiße. Das ist doof. Ich brauche ein Item. Ich brauche ein Chili Royal. Oh, das hätte ich vorher bedenken müssen. Das könnte ein Problem werden. Nice, ich konnte es abwehren. Gut, Barbara ist sehr, sehr vorsichtig geboten, aber es ist nicht so schlimm. Wir werden mit Mario den Ultrapilz einsetzen, genau.
mit Barbara werden wir den letzten Feuerzauber einsetzen. Und ich werde den Lebensblitz auch für Barbara jetzt wirklich einsetzen. Das habe ich mir jetzt schon so geplant. Genau. Oh, ich hätte noch einen Sternwind gehabt? Okay, stimmt, ich erinnere mich. So, erstmal Ultrapilz für Mario. Der ist sehr, sehr wichtig, damit ich nicht down gehe. Gut. Und sie macht den Feuerzauber, damit auch die Arme wieder weg sind. Die Arme haben ja keine Verteidigung, das ist ja das Gute. X, X, A, X, A, S. Gut. 10 Schaden, ja, das ist halt eine Menge. Okay, die Arme sind zwar wieder da, aber es ist mir scheißegal. Wir legen jetzt so richtig, richtig, richtig los. Genau. Wir haben es ja fast geschafft. 8 Schaden. Oh, ich bin sehr aufgeregt. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ah, oh nein! Das kann doch nicht wahr sein! Ja, es ist wahr. Ah, jetzt kommt diese scheiß Hände wieder. Oh, und Charge. Das heißt, sie wird nicht angreifen. Und Nebel kommt auch noch dazu. Okay. So, wir werden wieder Suchmilch einsetzen. Genau. Vorher werde ich einen Powerhauer probieren. Oder... Ich denke mal, es ist Zeit für einen Sternwind. Nee, 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 nee. Wird leider nicht ausreichen, das ist das Problem. Oder ein Sternhagel. Ich weiß nicht, ob Sternattacken den Nebel umgehen. Daher lasse ich es lieber. Ich probiere den Powerhauer einfach mal. Vielleicht treffe ich. Nice! So. Damit die Attacke Charge hoffentlich daneben geht. Ja? Sehr schön. Somit wird Charge aufgebraucht. Nebel ist weg. Wir kommen noch an die Oberfläche, aber sie wird weiter angreifen. Genau. War klar. Oh, schon wieder Charge. Machen wir dasselbe nochmal. Somit greift sie auch nicht an. Wir können nochmal schön selber angreifen. Sind wir Sternhagel? Wir machen Sternhagel. Fügt allen Gegnern sehr großen Schaden zu. Drücke A schnell hintereinander. So schnell wie es geht? Das kriegen wir doch hin! Da haben wir auch schon mal exzellent geschafft. Na komm, na komm, na komm, na komm. Ja, sehr nice. Prima haben wir schon. Super. Jetzt wird schon schwieriger. Spitze. Und los. Ja, exzellent. 15 Schaden. Die Hände sind tot. Und... Uiuiuiui. Such mich. Nächste Runde könnte die entscheidende Runde werden. So, weg hier. Oh, ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Ach, daneben, daneben, daneben. Wir haben noch 57 KP und Barbara lebt immer noch, ohne den Lebensblitz einzusetzen. Ja, leck mich. Barbara, tschüss. Lebensblitz wird doch noch eingesetzt. Ist mir scheißegal. Okay, sie hat nochmal 7 Herzen bekommen. Egal, egal, egal. Wenn wir beide jetzt angreifen, dann wird das was. Okay, nochmal. Shit. 23 Herzen hat sie inzwischen wieder. Barbara nach vorne auf jeden Fall. Feuerzauber. Die Hände müssen weg. B, X, B, Y, Y. Die Hände sind weg. Wir werden sie doch noch nicht in dieser Runde besiegen. Leider. Aber wir haben es wie gesagt fast geschafft. Nebel kommt dazu, da könnte sie uns jetzt nicht treffen, das wäre nice. Ah, sie trifft Barbara. Somit ist Barbara besiegt.
Die Hände sind wieder da. Scheiße. Ich probiere den Ultraschlag. Nein, irgendwie habe ich das Timing vorne, ich weiß auch nicht. Der Nebel hat einiges gerichtet. Und das Feuer. Das Feuer hat, glaube ich, den ein Kapitel, wo ich ein Problem noch mit hatte, weggemacht. So. Nimm das. Nimm das. Nein. Das. Ja. Ich hoffe, das war mein letzter Zug hier in Paper Mario 2. Okay, wenn ich schon sehe, ein Sternpunkt. Okay, okay. Das war wohl wirklich der letzte Zug. Mal sehen. Das ist... Ich besiegt. Dieses Gesindel hat mich besiegt. Ich hatte gedacht, ich bekomme eine zweite Chance. Ja. Majestät. Peach ist da. Oh, Bertha. Los, Rückzug. Das ist ja schrecklich. Ey, ja. Aber, hey, wartet auf mich! Aber, Prinzessin Peach! Mario, komm her! Es ist unglaublich, vollkommen unglaublich. Prinzessin Peach ist völlig in Ordnung. Keine einzige Verletzung. Mario. Oh, es ist vorbei, Mario, oder? Bis Bowser mich wieder entführt hat, richtig? Ja, verzeih mir, Mario, dass es so weit kommen musste. Keine Sorge, Prinzessin. Es ist alles in Ordnung. Jedenfalls, vielen Dank. Mehr gibt's nicht? Ach, hier bist du also, Mario. Also wirklich, dass diese Fieslinge sogar mich alten Mann belästigen. Da habe ich mir Sorgen gemacht und bin euch gefolgt. Es sieht so aus, als hättest ihr sie alle erledigt. Das habt ihr wirklich großartig gemacht. Ich? Mir geht es gut. Viel wichtiger ist doch, schaut mal, was ich hier habe. Das habe ich unterwegs gefunden. Ich wette, das ist der Schatz aus der Legende. Meine Theorie hat sich damit als wahr erwiesen. Es gibt also einen Schatz. Professor Gumbart, das ist einfach. Ja, ja, ich weiß, ist schon in Ordnung. Alles, also, Ende gut, alles gut. Dann können wir ja langsam von diesem finsteren Ort verschwinden. Gute Idee. Gehen wir zurück, Mario, zu den anderen. Da ist Rohlingen. Oh, all unsere Teammates. Unsere Teammitglieder. So, du willst uns also schon verlassen? Schade, wirklich. Mit dir zusammen könnte ich meine Forschung rascher vorantreiben. Ich werde nie zulassen, dass Sie Mario nur für Ihre Forschungen beanspruchen. Aber ich werde Ihnen von nun an zur Seite stehen, Herr Professor.
Also gut. Danke, Gumbrina. Herr Gumbrina war am nutzlosesten außer Scanner. Muss ich dazu sagen, also, ja. Mario, vergiss uns nicht, auch wenn du weit weg bist. Und ich wünsche dir alles Gute, auch für deine künftigen Abenteuer. Niemals aufgeben, das ist das Wichtigste, was ich auf dieser Reise gelernt habe. Vielen Dank, Mario. Denk ab und zu an mich. Hey Mario, ich denke, durch dich bin ich ein wenig stärker geworden. Wie soll ich sagen? Ich fühle mich etwas wohler in meiner Haut. Ja, du warst auch am Ende nicht ganz so nutzvoll mehr, leider. Kupio, du warst eigentlich am Anfang richtig stark und richtig cool. Ja, am Ende hast du ein bisschen nachgelassen. Aber genauso, Kumbrina ist es ja genauso ergangen. Ich bin meinem Vater ein ganzes Stück näher gekommen. Ich kann es nicht genau beschreiben, aber... Oh Mario, ich habe mich entschlossen, zum Theater zurückzukehren. Auf dieser Reise ist mir klar geworden, dass die Schauspielerei meine Berufung ist. Und das heißt, ich werde wieder im Rampenlicht stehen. Du musst dir das Stück unbedingt ansehen, wenn es fertig ist. Du bist natürlich auch herzlich willkommen, kleine Prinzessin. Ja, Erona, du warst auch dann am Ende nicht mehr so stark. Ging immer nach hinten, du wurdest immer stärker. Ja, aber na gut. Die Gegner wurden halt auch immer stärker. Bamba, ich weiß, eigentlich heißt du Mario. Aber für mich bist und bleibst du einmal Bamba. Da ich in der Arena geboren wurde, bist du für mich immer mein Champion. Bamba Luigi! Wir sehen uns wieder, Bamba. Ganz bestimmt. Oh, Josh vermisse ich irgendwie am meisten. Also Mario, ich, du... Nein, schon gut. Peach und du, ihr seid wirklich ein schönes Paar. Ich werde diese Reise mit dir mein Leben lang in Erinnerung behalten. Deshalb, bitte vergiss auch du mich nicht, Mario. Ja, Barbara, du warst sehr, sehr stark. Dich haben wir wirklich am meisten gebraucht, gerade jetzt beim Endboss war Barbara sowas von nöten. Nice. Mario, ich bin dir so dankbar, dass ich dir begegnet bin. Ohne dich wüsste ich noch immer nicht, was meine Scarlett da oben denkt. Wahrscheinlich wäre ich vor die Hunde gegangen. Ah, jetzt. Das Meer hat mich wieder. Schätze auch, Scarlett hätte das so gewollt. Wir sehen uns wieder, Mario. Und zwar das nächste Mal auf offener See. Ja, wie auch immer. Du warst auch sehr, sehr nice. Leider auch nicht ganz so hundertprozentig stark wie Barbara. Aber trotzdem nice. Das Schiff muss jeden Moment kommen. Mario. Die Bobos. Ja, das war auch schön. Im schönen Baum. Mit zwei Pilzen. Gut, dass wir dich noch erreicht haben. Nimm das hier. Wir haben dir das als Reiseproviant gebracht. Du magst doch frisch gepflückte Pilze, oder? Nice. Und einen für Peach. Das ist so nett von euch. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch allen. Ohne euch wäre unsere Welt in Finsternis versunken. Aber euer aller friedliebende Herzen haben die Welt gerettet. Lasst mich euch meine tief empfundene Dankbarkeit aussprechen. Papalapap, wir haben zu danken. Wenn ihr nicht gekommen wärt, würden jetzt Grugius und die Königin der Finsternis regieren. Ganz sicher. Prinzessin, das Schiff kommt. Bleibt alle gesund. Auf Wiedersehen. Entschuldige, Meister. Ich muss wohl ein wenig verschlafen haben. Also kommt an Bord. Ich mache euch einen Sonderpreis für die Überfahrt. Kostenlos will ich hier. Wir haben schließlich die Welt gerettet. Los, Leilos. Wir nehmen Kurs auf das Pilzkönigreich. Yo. Das war's mal wieder. Mit einem Let's Play. Hat der lange genug gedauert? Paper Mario war sehr, 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 sehr lang. 108 Parts, Mensch. 108 Parts. Was für reizende Menschen. Natürlich ist diese Entführung in Rowling eine schreckliche Erinnerung. Aber in Wirklichkeit steckt diese Stadt wahrscheinlich voller Lebensfreude. Mario, ich hatte solche Angst, als diese Kerle mich entführten. Aber, also, Tech hat mir wirklich sehr viel Kraft gegeben. Ich habe die ganze Zeit über gewusst, dass du mich retten würdest. Vielen Dank, Mario.
Vielleicht sollte ich von nun an lieber öfters auf Toad Ross hören. Ja, Peach, ja! Es ist Tag. Sieh nur, Mario, die Sonne über Rohlingen. Ist das nicht herrlich? Wie weit sind Sie über Nacht gefahren, bitteschön? Nicht weit. So, so, was für ein Abenteuer. Oh, Luigi. Gut, auf jeden Fall, dass Prinzessin Peach in Sicherheit ist. Und nebenbei noch die ganze Welt zu retten. Mario, du bist einfach der Größte. Ist ja schon eine Weile vorbei. Aber ich wette, du denkst immer noch oft daran. Wie es wohl all deinen Freunden geht, die dich begleitet haben? Ah, ich glaube, du hast gerade eine Mail bekommen. Hallo Mario, ich bin es, Gumbrina. Wie geht es dir immer so? Ich bin auch immer bei Professor Gumbart. Diese Königin der Finsternis ist zwar geschlagen, aber um die Rohlinger-Legende gibt es noch immer viele ungeklärte Fragen. Deshalb werden der Professor und ich unsere Forschung noch eine Weile fortsetzen. Allerdings sind viele neue Fakten ans Licht gekommen. Unser gemeinsames Abenteuer hat sehr viel zur Altertumsforschung beigetragen. Ich wusste es, Mario. In jeder Legende steckt ein Körnchen Wahrheit. Ach, weißt du eigentlich, was in der Schatzkiste war, die der Professor gefunden hat? Es war... Es bleibt ein Geheimnis. Du erfährst es, wenn wir uns wiedersehen. Ey, das ist unfair. Das ist unfair, ich will's wissen. Ich habe noch einmal alle Schauplätze unseres Abenteuers besucht. Und natürlich habe ich auch all unsere Freunde getroffen. Wir haben uns doch eigentlich schon verabschiedet. Das ist, finde ich, jetzt ein bisschen unnötig, aber egal. Kupio führt mit seinem Vater, Kupino und den anderen ein unbeschwertes Leben. Mario, kannst du dir vorstellen, wovon Kupio träumt? Er möchte Bürgermeister werden und Blütenweiler noch friedlicher machen. Ich habe schon gestaunt, als er das erzählt hat. Aber es passt zu ihm. Ich habe mich sehr gefreut, ihn so glücklich zu sehen. Irgendwie ist er sehr erwachsen geworden. Nur gegen Kupino kommt er immer noch nicht an. Jaruna hat ihr großes Comeback geschafft. Sie sah prächtig aus. Das Stück, in dem sie gerade spielt, basiert auf unserem Abenteuer. Es heißt Paper Mario und ist unheimlich spannend. Und stellt dir nur vor, dieser Rumpel steht mit ihr auf der Bühne. Seine Verwandlungsrisse sind sehr nützlich. Trotzdem komisch, oder? Josh ist Kämpfer in der Falkenheim-Arena geworden. Er behauptet, er würde bald gegen den Champion antreten. Und stell dir vor, sein Kämpfername ist Bomber Luigi Jr. Ich konnte mich fast gar nicht halten vor Lachen. Schon süß, der Kleine. Stell dir vor, was er neulich gesagt hat. Bomber werde ich jetzt mit Leichtigkeit schlagen. Wirklich, er nimmt den Mund immer noch ziemlich voll. Barbara ist zu ihren Schwestern zurückgekehrt. Die Königin der Finsternis ist geschlagen. Da ist Brunhilde wohl auch seriös geworden. Außerdem hat mir Brunhilde versprochen, Barbara nie wieder zu ärgern. Ich denke, dass die drei Schwestern sich von nun an gut vertragen werden. Und, Mario, du solltest Barbara von Zeit zu Zeit besuchen. Oi. Tom fährt jeden Tag mit Cortes Schiffs aufs Meer. Sein Zweifel scheint er hinter sich gelassen zu haben. Neulich habe ich ihn zufällig auf der Isla Corsario getroffen. Er war so voller Energie, dass er fast zu explodieren schien. Bestimmt wäre auch Scarlett froh, ihn so glücklich zu sehen. Und ehe ich es vergesse, den Bewohnern der Isla Corsario geht es hervorragend. Alle haben immer noch Schrauben im Gesicht und auf dem Kopf. Ja. Ach ja. Geht das Gerücht, Cookies und Cookies wären noch am Leben. Wenn das wahr ist, sind sie ganz schön zähe Brocken. Aber ich hoffe, dass sie haben ihre Lektion gelernt und stellen nichts Böses mehr an. Was ist da los? Was ist da los? Ach ja, der Mond!
wenn wir gerade von den Überlebenden sprechen. Er ist auch noch da. Er ist ganz wild darauf, dich zu treffen. Und natürlich den Prozessen. Tech wahrscheinlich. Oder? Ja, Tech. Das ist eindeutig Tech. Und was mich betrifft, manche Erfahrungen waren zwar ein wenig schmerzlich, aber ich bin doch froh, dass ich an deinem großen Abenteuer teilnehmen durfte. Allerdings gibt es etwas, das ich dir nie sagen konnte, und zwar... nein, das bleibt mein Geheimnis. Dass sie verliebt war? Fragezeichen? Wir werden es nie erfahren. Können nur überlegen, was es sein könnte. Aber die Wahrheit werden wir nie wissen. Richte Prinzessin Peach meine Grüße aus. Bis bald, deine Gumbrina. Es scheint ihnen also allen gut zu gehen. Ah, bekommen wir Besuch? Seid gegrüßt. Art. Ah. Hallo Mario, hallo Luigi. Mario, entschuldige, dass wir so plötzlich hier reinplatzen. Neulich haben wir ja die Lagerräume im Schloss aufgeräumt. Du wirst kaum glauben, was wir hier gefunden haben. Stell dir nur vor, wir haben eine Schatzkarte gefunden. Diesmal ist es ganz bestimmt ein richtiger Schatz. Also Mario, gehen wir auf die Schatzsuche. Das Schiff wartet schon. Haha, lol. Lol. Aber nicht in diesem Let's Play. Ja, und das war's nun wirklich endgültig mit Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Ionentor. 108 Parts, habe ich schon gesagt, war dieses Let's Play lang. Alter, ich hab's nie so lang gerechnet. Ich hätte vielleicht 50 Parts gerechnet, aber niemals über 100 Parts. Das ist auch das längste Let's Play, ausgenommen von Minecraft. Minecraft Online und Minecraft sind ja weit über 100 Parts gewesen, weit über 300 Parts. Aber das einzige Let's Play, was nicht Minecraft ist, was über 100 Parts hat. Mal sehen, wie lange das einzige Let's Play sein wird. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall haben wir es dann endlich beendet. Ja, wir haben viel erlebt. Viel Zeit ist vergangen. Auch immer mal zwischendurch Pausen, weil ich keine Zeit zum Aufnehmen hatte. Also ja, kein Problem. So, allem im allen ist es ein gutes Spiel. Aber, jetzt kommt das Aber. Es hat leider viele Kritikpunkte. Es gibt viele Stellen, die unübersichtlich sind, wo ich einfach nicht weiter weiß, wo ich einfach mal im Internet nachschauen muss, wo es weitergeht. Oder es gibt auch viele Stellen, die einfach nerven, zeitaufwendig sind und unnötig sind. Daran denke ich zum Beispiel 100-mal ich liebe dich sagen auf Isla Corsaria. Oder jetzt gerade das Finale. Bowser-Kampf hätte nicht sein gemusst. Oder generell so viele Zwischenbosskämpfe, so viel noch jetzt generell das ganze letzte Kapitel hätte eigentlich nicht sein gemusst. Na gut, das Rätsel war schon nice. Okay. Ja. Oder zeitaufwendig war auch so ein bisschen der Bubu-Baum, wenn ich das jetzt hier im Hintergrund so sehe. Ja, es gibt halt vieles, was so ein bisschen zeitaufwendig war. Aber allem im Großen und Ganzen war schon nice. Hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und ja, genau, die Bowser-Level, die fand ich auch so klasse. Mit Super Mario Bros-Feeling. Ihr wisst ja, wie ich da, als ich das erstmal gesehen habe, wie ich ausgerastet bin vor lauter Staunen und so. War nice, war sehr, sehr nice. Und die Story. Story kriegt von mir fast volle Punktzahl. Außer halt das mit dem Schluss, so viele Bosse. Aber es ist eine richtige, nice Story geworden. Anders als bei den 2D Jump'n'Runs. Wo einfach, oh, Peach wird entführt, oh, hinterherlaufen, oh, weg, wieder hinterherlaufen, oh, weg, wieder hinterherlaufen und so weiter und so fort, bis man irgendwann am Ziel gekommen ist und man hat Peach wieder. Hier ist wirklich eine tiefgründige Story mit neuen Gegnern, neuen Charakteren. Und großer positiver Punkt sind die Begleiter. Das gibt den Spiel nochmal einen extra Hauch. Zum Beispiel in Paper Mario Sticker Star, habe ich ja selber gespielt, hat man keine Begleiter. Wie es bei den anderen Teilen ist, weiß ich nicht. Soweit ich mich... Ich hatte mal Bilder, oder hatte mich das, als ich das Let's Play halt ausgewählt habe, habe ich die anderen zwei Teile mal so ein paar Bilder angesehen. Ich glaube, beim ersten Teil waren auch noch Begleiter, beim dritten Teil nicht. Aber stampft mich bitte da nicht voll. Ich kann das jetzt nicht so 100% sagen. So, die einzelnen Welten sahen vom Look her richtig nice aus. Wir hatten verschiedenes. Wir hatten Winter, wir hatten eine Insel, tropische Insel. Wir hatten Geisterdorf, wie man jetzt da sieht. Wir hatten einfach
schönes grünes Land. Hatten wir eine Wüste? Bestimmt auch. Hatten wir eine Wüste? Doch, müssen wir. Und der Zug war auch sehr, sehr nice. Schöne Rätsel. Da kamen wir mal weg vom Alltag. Also, im Großen und Ganzen sehr, sehr nice. Zeitaufwendig, ja, mir egal. Ich hätte es noch zu 100% spielen können. Wäre eigentlich kein Problem gewesen, aber... Ja, 100% wären die Sternsplitter gewesen. Und darauf hätte ich jetzt null Bock gehabt. Darum habe ich das jetzt nicht zu 100% gespielt. Das reicht ja voll aus. Und großer Pluspunkt sind die Peach-Stories. Das mit Tech und generell, dass man Peach steuern kann. Diese tiefgründige Hintergrundgeschichte, das ist auch sehr, sehr nice. Und das Finale auf dem Mond, ja, Mondphysik, auch nice. Hätte man vielleicht die Bewegung ein bisschen schneller machen sollen, weil es ein bisschen langatmig war. Aber so ist es halt auch realistisch. Naja, im Großen und Ganzen ein super Spiel mit Kritikpunkten. Ja. So, wie wird der nächste Werdegang hier auf meinem Kanal aussehen nach diesem Let's Play? Nach Paper Mario wird erstmal eine Pause sein. Ich werde dementsprechend eventuell häufig hier Super Mario Odyssey bringen. Da muss ich mir jetzt noch den Sendungsplan ein bisschen durchüberlegen. Zum Beispiel zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja noch nicht final der Sendeplan. Eventuell werde ich Super Mario Odyssey wirklich jetzt nochmal häufiger bringen. Vielleicht 5-mal in der Woche mindestens. Mal sehen. Ich weiß es nicht. Jo. Aber es steht schon ein neues Let's Play an, nach Paper Mario. Da werde ich aber erstmal so 1 bis 2 Wochen Pause benötigen, weil ich das erstmal vorbereiten muss. Aufgenommen habe ich schon einen Großteil davon. Ich muss das nur hochladen, Subnets machen, Titelbeschreibung, Videobeschreibung und. Das fehlt nämlich alles noch. Und dann muss ich erstmal sehen, wann das dann kommt. Ich denke mal mit 4 Parts die Woche, weil es wird nicht das Top-Let's Play sein. Das Top-Let's Play bleibt erstmal Super Mario Odyssey. Und ich hoffe mal, wir sehen uns in den anderen Let's Plays auch wieder. Und ich hoffe mal, euch hat auch dieses Let's Play sehr doll gefallen. Mir auf jeden Fall. Auch wenn zwischendurch mal wirklich Phasen waren, wo ich eigentlich... Und ehrlich gesagt nicht so die Lust hatte. Hat man vielleicht auch gemerkt. Aber die Lust kam dann spätestens beim Finale wieder. Gerade bei, als ich diese lange Aufnahmesession neu gemacht habe. Das hat schon mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gut, und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Von Let's Play... Sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Ganz einfach. Speicherfortschritt kann man auch nochmal speichern. Nice. Und bis dahin. Und tschüss. Vielen Dank. Ach ja, der Part ging jetzt fast 1 Stunde lang. Ich werde ihn nicht splitten, keine Angst. Ihr habt jetzt heute habt ihr 1 Stunde Paper Mario und dann kommt ja 18 Uhr ja auch nochmal, ich glaube, 2 Stunden Livestream. Sollte eigentlich schon Dienstag kommen, aber ich hab's leider mit dem Hochladen nicht geschafft, weil es einfach viel zu viel ist. Daher kommt es erst Mittwoch, 18 Uhr. Egal. Tschüss.